Tag ist wieder Freitag. Was lag die Woche so im Rathaus an? Thema Bäder, einmal Hallenbad Volkach. Wir waren beieinander mit der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen. Da ging es um das Betriebshandbuch, welches gerade neu erstellt wird. Da sind alle rechtlichen Grundlagen drin, Personaleinsatz. Wie wird das Hallenbad gut geführt? Das ist eine riesengroße Sparte und auch Vertragswesen, Mitbenutzungsverträge, damit die auch mal up to date sind und viele Dinge mehr. Dann unser Freibad, da geht es auch voran. Ich durfte den Antrag auf vorläufigen Maßnahmebeginn unterzeichnen und wir hoffen, dass jetzt der Fördergeber Bund und Land baldmöglich uns die Freigabe gibt und dann kommen tatsächlich bald Bauzäune ans Freibad. Notariat Volkach war ich vor Ort. Ich hatte ein Schlichtungsgespräch mit einem Bürger, der fühlt sich beeinträchtigt. Dann war Programmvorstellung für unseren Volkacher Kabarett-Sommer, Werbeblock, tolle Acts. Volker Heißmann hat wieder ein super Programm zusammengestellt mit Musik und Comedy, für jeden was dabei. Der Vorverkauf beginnt ab 23. März online und in der TI Volkach. Der Bauhof Volkach hat uns die Woche beschäftigt. Da ging es um den Bebauungsplan für den avisierten Neubau. Ich hatte einen langen Termin mit unserer neuen Klimamanagerin, Frau Königer. Die hat jetzt ziemlich viel Input bekommen. Da geht es um konkrete Projekte und natürlich dann auch um die Erstellung unseres Klimakonzeptes für Volkach, Northeim und Sommerlach. Dann war ein Workshop zur Begräbniskultur. Wir haben uns mal zusammengesetzt mit verschiedenen Akteuren in Sachen Friedhöfe, Zukunft der Friedhöfe und wie können wir uns hier Expertise holen, weil sich hier ja auch sehr, sehr viel ändert. Dann war Bürgersprechstunde, da ging es um das Thema Lärm- und Parkausweise, auch beliebtes Thema. Und ich habe am Wochenende noch ein Seminar Öffentlichkeitsarbeit und in der Mainschleifenhalle ist die Modellbauausstellung, auch hierzu herzliche Einladung, ich gehe auch mal hin. So viel zu meiner Woche. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.